Hallo und herzlich willkommen zu Falten mit Yvonne. Ich zeige dir, wie du kreativ Geld verschenken kannst. Heute falten wir aus einem Geldschein einen Hund. Es ist egal, welchen Geldschein ihr verwendet, es funktioniert mit allen. Los geht's! Wenn es dir zu schnell geht, ist eine langsamere Version dieses Videos in der Videobeschreibung verlinkt. Nimm deinen Geldschein und dreh ihn so zu dir hin, dass der silberne Streifen nach links zeigt. Falte nun die untere Ecke zum gegenüberliegenden Kante. Lege dieses Dreieck nun über diese Kante hinweg zur rechten Seite. Öffne diese Faltungen wieder. Du hast nun hier eine Mittellinie und legst diesen Teil des Scheines nun auf den linken Geldschein. Du hast nun aus deinem Geldschein ein Quadrat gefaltet. Falte nun diese Spitze zu dieser Spitze. Öffne diese Faltung wieder und falte diese Spitze zu dieser Spitze. Öffne auch diese Faltung wieder. Falte nun diese Kante zu dieser Kante. Öffne auch diese Faltung wieder und falte diese Kante zu dieser Kante. Auch diese Faltung wieder öffnen. Falte nun diese Spitze zur Mitte hin. Genauso die gegenüberliegende Spitze, auch diese zur Mitte falten. Nun diese Spitze zur Mitte falten. Diese Faltung öffnest du wieder. Du hast jetzt hier eine neue Kante und faltest nun diese Spitze zu dieser Kante. Und nun legst du diesen Streifen wieder nach innen. Nun faltest du diese Spitze zur Mittellinie. Und faltest diese Spitze bis auf einen dünnen Streifen nun wieder zurück. Nun legst du das Ganze zusammen, also diese Seite zu dieser Seite. Dabei halbiert sich dieses Dreieck. Du legst das Ganze jetzt so zu dir hin, dass dieses Dreieck nach links zeigt. Nun öffnest du diese obere Schicht und holst dieses Dreieck wieder nach oben und legst es so zu dir hin. Nun faltest du dieses Stück so um, dass du eine Mittellinie zwischen dieser Ecke und dieser Ecke erhältst. Nun faltest du diese Spitze, diese Ecke, wieder nach unten. Das Ganze umdrehen. Nun hebst du das wieder an, holst dieses Dreieck wieder nach oben, legst es wieder so vor dich hin
und faltest das jetzt wieder so hoch, dass ich diese Spitze und diese Spitze, also hier an dieser imaginären Linie, das Ganze nach oben falten. Und dann dieses Dreieck wieder nach unten legen. Nun nimmst du deinen Hund so in die Hand, dass du auf diese Seite schaust. Also hier sind die Ohren, die schauen jetzt mal von dir weg, auf diese Seite. Öffnest diese zwei Dreiecke hier wieder. Öffnest das Ganze einmal so und hast jetzt hier oben so ein Dreieck. Und das kannst du mit dem Finger fahren. Kannst du richtig da hineinfahren. Hast hier eine Ecke und hier eine Ecke und drückst diese Ecken zusammen, sodass dieses Dreieck sich hier so zusammenstellt. Dann kannst du das Ganze wieder zusammenlegen und hast so die Schnauze von deinem Hund geformt. Und dann bist du auch schon fertig und hast aus einem Geldschein einen Hund gefaltet. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann tätige deinen nächsten Amazon-Einkauf bitte über meinen Partnerlink in der Videobeschreibung. Du bezahlst dann den gleichen günstigen Preis wie immer und ich bekomme eine kleine Provision. Vielen Dank schon mal. Und wenn du über neue Videos von mir informiert werden möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal bei Falten mit Yvonne.